Auf den ersten Blick sieht Miscreated aus, als hätte mal wieder irgendein Entwicklerstudio versucht, den Erfolg der Arma 2 Mod DayZ zu wiederholen. Also ein Multiplayer-Spiel, wo alle zusammen auf einem Server spielen, man ein bisschen Loot verteilt, das Ganze Survival nennt, nur um dann festzustellen, dass irgendwie ein Großteil der Leute unter Survival versteht, sich gegenseitig mit der Erstbestwaffe den Schädel einzuschlagen. Aber wir haben ja alle in der Schule gelernt, wenn man dann etwas Kritik übt, soll man zunächst erstmal die positiven Sachen rausarbeiten. Und das will ich auch gerne tun. Das Spiel sieht über weite Strecken schon echt fantastisch aus, CryEngine sei Dank. Und es läuft eigentlich auch ziemlich rund, CryEngine sei Dank. Dazu haben sie sich mit den Loot-Spawns und teilweise den bereits eingerichteten Häusern wirklich Mühe gegeben. Also man muss richtig suchen, bis man irgendwo was findet etc. Das gefällt mir alles schon ganz gut. Und damit haben wir die positiven Dinge eigentlich auch erledigt. Ansonsten ist das Ding zugegebenermaßen ziemlich schicker Spaziergangssimulator. Es gibt wenig Loot, das ist ja okay, aber es gibt auch nur wenig verschiedene Items. Zwei sind jüngst erst entfernt worden, weil sie einfach noch keine Funktion hatten. Es gibt kein Crafting und kein Building, natürlich noch nicht, aber das ist das, was der Trailer, der auf der Steam-Seite zu sehen ist, durchaus vermittelt. Und ich möchte jetzt hier keinem Absicht unterstellen, aber das kann einem schon echt einen falschen Eindruck geben. Und da spreche ich noch gar nicht über Bugs oder Abstürze oder dass man nicht auf den Server kommt oder die Framerate fürchterlich hin und her schwankt und was auch immer noch an Symptomen auftaucht, die relativ typisch für ein Early Access Spiel sind. Damit muss man leben, das ist kein Problem. Und natürlich hat Miscreated Potenzial, aber das hat man in letzter Zeit über so viele Spiele gesagt. Und das hier kostet 23 Euro und ist eigentlich nicht mehr als eine Tech-Demo. Ich kann ein bisschen rumlaufen, mir alles mal angucken. Nach dem Kauf würde ich sagen, investiert man 2 Stunden und hat eigentlich das ganze Spiel gesehen. Und mir ist durchaus klar, dass Spiele Geld kosten müssen, denn Spiele entwickeln kostet Geld, keine Frage. Aber bei dem, was im Moment im Spiel drin ist, wären 10 Euro schon tapfer gewesen. Und na klar werde ich das im Auge behalten und weiter beobachten und vielleicht sitze ich auch in 4-5 Monaten hier und mache ein neues Video dazu, weil alles so fantastisch geworden ist. Aber bis dahin, lohnt sich Miscreated? Nee.